da. Ich kann jetzt wieder überall sein. Da fühle ich mich doch gleich wieder so richtig wohl. Ja. Dann kriegst du jetzt mal zurück hier. Krieg. Oh, komm. Ja. So, ja. Gute Idee. Wir klettern jetzt mal ein bisschen aufs Dach. Okay, kannst du mal klettern? Ach, kann ich beim Tragen eines Rucksacks klettern? Was ist das? Was mit der? Verdammt. Ah, okay, so kann man den Rucksack ablegen. Jetzt habe ich es mal gecheckt. Okay. Wie gesagt, seid ein bisschen geduldig. Ich habe keine Erfahrung hier mit diesem komischen Rucksack. Okay. Shadow. Yep. Das ist ja total süß, dass du dich direkt da unten drunter hockst. Aber guck mal hier lieber am Eingang. Ja. So, dann trainen hier jetzt mal. Alles klar. Ein bisschen. Das ist zwar blöd, weil das Gewehr von der nicht mal ansatzweise so viel Reichweite hat wie das von Kyle. Beziehungsweise Shadow. Aha. Die Partikel aus. Aber das macht ja nichts. So, wenn man jetzt nach da unten schießen will, dann muss man hier Ebene wechseln oder Tab. Und dann kann man da super gut einfach mal voll reinschießen. Zap. Habt ihr gesehen? Im Kopf geschossen. Das ist ja allerliebst. Ja, allerliebst. Mein Baby braucht ein neues Magazin. Schön, dass du mir das jetzt sagst. Denn da ist auch schon eins. So, und wenn du noch ein Schrittchen vorgehst. Ach so, Tab nicht vergessen, sonst kann die nämlich nicht gehen. Hier auf dem Dach. Okay, mal hinlegen. Und mal die Runde beenden. Ja. Vier, ne? Es sind jetzt eigentlich nur noch zwei übrig. Das ist ja allerliebst. Okay, dann drücken wir nochmal. Wir müssen unsere Augen offen halten nach denen, die noch übrig sind. Ja, kein Ding, machen wir. Zwei Stück sind das. Ja, weiter. Ja, runter. Was ist denn hier ein Shortcut nochmal? J. Alles klar. Und dann nehmen wir unseren Rucksack wieder. Ja. Ja, ja, beide Söldner. Und dann okay. Versuchen wir mal hier unbemerkt. Okay. Train, was machst du da? Warum stehst du? Ist das nicht ein bisschen blöd? Ja, ja. Unglaublich. Ja, wo werden sie wohl sein? Hier vielleicht? Ich gehe doch mal noch ein Stück zurück. Und dann gehe ich mal hier lang. Ja. Okay. Okay. So. Okay. Da ist wieder ein Stückchen Wiese. Trin, kannst du mal da hochgucken kurz? Und guck beide da hoch. So. Okay. Habe ich ja gar nicht so einen schlechten Riecher. Also, das trifft die niemals, glaube ich. Boah. Immer wenn ich denke, die treffen auf keinen Fall, überraschen die mich total. Das ist doch schön. Yep. Okay, wenn Trevor wollte ich schon sagen. Ja. Wenn er jetzt noch trifft, dann. Fantastisch. Cool. Soldat ist sein Bein getroffen und hinten. Keiner mehr übrig zum Töten. Keiner mehr übrig? Waren das fünf? Waren das nicht nur 5? 1, 2, 3, 4? 5 habe ich irgendwo eingetötet. Ist einer weggelaufen? Ja. Yep. Naja, mir soll es egal sein. Der hat nichts dabei gehabt. So. Komm, Julian, red du mal mit den Leuten. Du bist zwar ein Psychopath und sadistisch, aber.
Der Shadow ist mir. Ich glaube, der ist so ein kleiner Misanthrop, habe ich manchmal das Gefühl. Ich bin Pater John Walker. Nennen Sie mich einfach Pater John. Alles klar, Pater John. Zu schade, dass die junge Frau Ira nicht bei Ihnen ist. Ich habe sie seit einer Weile nicht mehr gesehen. Sie ist etwas Besonderes, wissen Sie? Echt? Es macht mir wirklich große Freude, mich mit ihr zu unterhalten. Der Typ erinnert mich ein bisschen an diesen kleinen Rollstuhljungen aus Malcolm mittendrin. Ich habe das Gefühl, er hat auch schwere Atemnot. Das hat mir immer sehr gefallen, mich mit ihr zu unterhalten. Naja, gut, so extrem vielleicht nicht. Okay. Miguel Cordona braucht meine Hilfe? Tja, ich glaube, ich kann einige Lebensmittel und Vorräte zusammenstellen. Treibstoff, wie Miguel vermutlich auch selbst sehr gut weiß, ist praktisch unmöglich aufzutreiben. Für den Rest brauche ich Zeit. Ich habe zwar einige Sachen versteckt, aber ich muss an die Großzügigkeit der Gläubigen appellieren. Zu schnelle Aktionen ziehen nur unnötige Aufmerksamkeit auf uns alle. Ich lasse Miguel wissen, wenn alles in Ordnung ist. Ich hab den Bogen raus. Oh. Ach, Erfahrung hat's jetzt dazu gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das ist ein Barmer. Bienvenido in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin einer der Wirtsbrüder Santos. Wir sind in ganz Arulco für unsere Drinks bekannt. Sehen, glaube ich, auch alle gleich aus. Ich weiß es nicht genau. Die Gebrüder Santos sind auch bekannt für ihre große Ähnlichkeit. Es gibt fünf von uns. Wir sind eineiig Zwillingen. Das ist schon lustig. Wir klingen gleich, wir reden gleich und wir sind alle Wirte in Arulco. Na schön. Alle außer Mani. Armer Mani. Er wurde geboren einen Tag nach dem Rest von uns. Nun er rennt uns sein ganzes Leben hinterher. Wir hoffen, dass er auch einmal wird. Im Moment, er ist noch Mädchen für alles im Bar. Er sauber macht Böden, putzt Klo, füllt auf Kondomautomaten. Wir ihm bringen bei, wie zu machen Drinks. Er ist schon geworden viel besser. Das ist ja schön. Ich Ihnen sage was. Die Leute, sie wissen, wer sie sind. Manche mögen sie, manche nix mögen sie. Ah ja, ist ja nett. No, gracias. Ist zu gefährlich von mir da draußen. Vielleicht hätte ja sein Bruder Money Bock mitzukommen, wenn er eh kein fertiger Barmann ist und keine eigene Bar in der Ruhe kommt. Okay. Seine vier Zwillings. Okay. Vierlings. Fünflingsbrüder. So. Es lohnt sich in diesem Spiel hier immer mal auch nochmal durch die Leute zu rennen. Nochmal immer mal zu gucken. Alles kann klar. Ich diese Truhe nicht vielleicht doch öffnen? Ich will euch beide mitnehmen eigentlich. Ja. Kommst du auch mit, Schätzchen? Ja? Ja, das ist fein. Ja, komm fein mit, ja. Ja. Kannst du mal aufmachen? Genau, mal in alle Gebäude auch reinzugehen, auch wenn man die Gegner schon getötet hat, weil das hier ist kein typisches, ich laufe durch den Dungeon, töte alle Monster und gehe dann wieder. T-Shirt. Ich hab's. Hier. Braucht wahrscheinlich kein Mensch. Spiel. Ist nichts. Unterbreche mich immer selbst mit dem Satz, wie man merkt. Sondern echt auch ein Spiel mit einer Story. Und die kriegt man halt nicht mit. Oder beziehungsweise man kann eigentlich das Spiel gar nicht spielen. Wenn man nicht auch bereit ist, ein bisschen herumzulaufen. Und hier so ein paar Türen zu öffnen. Und sich mal die Leute anzugucken. Ob die irgendwie vielleicht wichtig sein könnten. So, na? Kannst du mit dem mal tauschen? Ich möchte nicht mit dir reden, ich möchte mit dir tauschen. Das ist nur, ja, ist ja nur Blickrichtung drehen. Also eigentlich, wenn man... Oh, was? Das ist auch ganz nett. In Cambria gibt es einen Mann namens Perko. Der kann so gut wie alles reparieren. Ups. Na gut. Bleiben Sie weg von San Mona. Ja, ist halt auch ganz nett. Man kriegt hier auch ein paar Insider-Informationen. In unserer Stadt herrscht das Böse, nämlich Doreen. Sie zwingt unsere Kinder umsonst zu arbeiten. Es wäre uns ja recht, wenn sie wegginge.
Okay. Ja, guck mal, dann gehen wir doch nochmal hier rein. Ja. Zu zweit, bitteschön. Damit das auch alles hier Autorität und Ordnung hat, ja? Okay. Und gucken mal, ob Doreen da drin ist. Ach, ich bin Doreen Harris, die Leiterin dieser Fabrik. Das ist ja schön, Doreen. Dann bin ich mal ein bisschen freundlich zu dir, bevor ich dir drohe oder dir eine Kugel durch den Kopf jage. Tada. Dies ist ein Privatunternehmen und Sie haben hier nichts verloren. Oh. Hier gibt's nichts, was für Sie und Ihren Krieg interessant wäre. Wir machen nur Baseballcaps und Sweatshirts mit den Namen berühmter Sportler. Ach, tatsächlich. Date Runner Rules. Mhm. Ich guck mal kurz hier rein, ja? Stört dich ja sicher nicht. Hm? Da ist nichts drin, okay. Dann gucke ich auch mal kurz da in die Schränke rein. Das stört ja dann sicher auch nicht. Abgeschlossen. Verdammt! Oh Mann, ich brauche ein Brecheisen. Wir können sie ja einfach mal... Wir können einfach mal mit den Kindern reden. Helfen Sie uns, ich will nach Hause. Bitte befreien Sie uns von dieser schrecklichen Frau. Sie müssen uns helfen, wir werden hier geschlagen. Na super. So, also da werd ich ja ein bisschen fuchsig, ne? Ich würde ja gerne mal probieren, was passiert, wenn man der einfach ein bisschen in die Rübe schießt. Aber man kann sie auch einfach mal ein bisschen direkt... Ich verstehe vollkommen, dass Ihnen das Alter der Arbeiter Sorgen bereitet. Ich war anfangs auch erstaunt. Sie sind viel älter, als Sie aussehen. Mhm. Das liegt an den außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen. Die verleihen Ihnen diesen jugendlichen Look. Ja. Nee, ist klar. Du hast auch zu oft mit einer Backsteinmauer geknutscht, ne? Okay, ich würde Ihnen ja helfen, aber ich kenne mich nur mit der Produktion von Baseballcaps und Sweatshirts aus. Und was soll hier die Runner Rules? Bist du noch ganz dicht? Von Ihnen nehme ich keine Geschenke an. Das soll doch kein Geschenk werden. Schätzchen. Kann man hier irgendwas aufmachen? Noch nie. Ja. Okay, also wir brauchen definitiv ein Brecheisen, weil hier ist bestimmt irgendwas drin, womit man die erpressen kann. Okay. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Als ich letztens angefangen habe, es nochmal zu spielen, da hatte ich das auch schon wieder ganz verdrängt. Okay. Dass da irgendwas mit Kindern war. Da habe ich nämlich nicht überall reingeguckt. Und dann kriegt man halt auch vieles einfach nicht mit, ne? Gibt's hier noch von euch noch was zu sagen? Enricos Tod hat den Tod über uns alle gebracht. Ja, aber der ist ja gar nicht tot. Dieses Land ist den Bach runtergegangen, seitdem Enrico Shivadori ermordet wurde. Kann man euch mal... Die Herren sollte man besser nicht unterschätzen. Ach, die Herren. Könnt ihr hier mal aufräumen. Ist ja okay, wenn es kaputt ist, aber da muss man ja nicht hier... Schauen wir mal kurz in den Kühlschrank. Ist nichts. Ja, okay, der macht's. Ja. Darf ja auch alles seine Ordnung haben. So, letzter Raum. Alles klar. Wenn ich Aruko nur verlassen könnte. Ja, tut mir leid, Schätzchen. Bier! Ich hab's. Erfreust du dich, ne? Bier, Bier, Bier. Und keine Beschreibung zu dem Bier? Ah, guck mal hier. Wassersicher. Dieser Gegenstand ist gegen Wasser immun. Ja, alles klar. Enthält Alkohol. Dieser Gegenstand enthält Spirituosen, Alkohol, Schnaps oder was immer sie sich einbilden. Mit Vorsicht zu genießen, kein Alkohol am Steuer. Kann ihrer Leber schaden. Da hört es, Kinder. Was steht da? Wen kümmert es bei 6,90 mal 1,7 FBD21P? Was? Wo das Zeug herkommt? Mit diesem Eisbier? Mit diesem Eisbier kann man jeden Arokaner unter den Tisch saufen. Okay. Kann sein, dass man das aber vielleicht irgendwann tun muss.